Der Dirigent ist ja der Einzige, der kein Instrument hat. Er ist einsam auch, es ist immer ein einsamer Beruf, aber es ist natürlich ein ganz spannender Beruf, weil man viele Menschen zusammenbringen sollte, die das Gleiche wollen. Und das ist meistens mehr eine psychologische Aufgabe als eine rein dirigentische Aufgabe. Das heißt, das Handwerk des Dirigenten muss schon stimmen. Aber genauso wichtig ist natürlich, oder noch wichtiger vielleicht sogar, dass man die Musiker dort abholt, wo sie sind, mit ihrem Wissen, mit ihrer Musikalität, mit ihrem Leistungsvermögen, und das dann ganz unterschiedliche Individuen zusammenbringt, um eine musikalische Idee umzusetzen. Und das ist eigentlich die Kunst des Dirigierens. Und ja, als junger Dirigent ist man, ich habe ja sehr früh angefangen, ist man einfach jemand, der drauf zugeht und es macht. Und je älter man wird, umso mehr weiß man natürlich, dass man nichts weiß. Und dann muss man doch sehr viel lernen, und Dirigieren ist ein Erfahrungsberuf. Und ich würde für mich selber sagen, aber wahrscheinlich auch für viele Kollegen, dass wir alle im Alter wesentlich besser geworden sind, als wir in der Jugend waren, weil wir eben diese Erfahrung haben und da auch anders mit dem Orchester umgehen können. Aber auch die Orchester haben sich sehr verändert. Also in den vielen, vielen Jahren, die ich dirigiere, sind die Orchester, also genau genommen dirigiere ich jetzt 60 Jahre, sind die Orchester doch wesentlich verändert, wesentlich anders aufgestellt. Das Wissen um Aufführungspraxis ist größer, der technische Standard ist größer, was nicht immer bedeutet, dass die musikalische Einfühlungsvermögen besser geworden ist. Aber dafür muss der Dirigent sorgen, dass das auch wirklich kommt. Ja, ich habe hier in der Vorbereitung gesagt, da ich das Orchester nicht kenne, würde ich gerne erstmal in Gruppen probieren, also nicht mit dem ganzen Orchester gleich anfangen. Obwohl man mir gesagt hat, dass die Symphonie seit den 90er Jahren hier nicht gespielt ist. Also die Musiker hätten sicher auch einmal das Werk durchspielen wollen, um eine Idee zu haben, was es ist. Aber man hat natürlich auch nur eine beschränkte Zeit. Also habe ich dafür mich entschieden, mit Gruppenproben anzufangen. Und da lernt man ein Orchester ganz schnell sehr genau kennen, weil natürlich nicht das große Orchester da sitzt, sondern eben die einzelnen Gruppen, die Bläser, die ersten Geigen, zweiten Geigen und so weiter. Und da kommt man dann schon auch an eine Detailarbeit gleich am Anfang, die dann wieder sich mischen muss mit dem Gesamterlebnis. Und Mahler fasziniert mich schon sehr lange. Ich habe ja auch zu jeder Symphonie ein Büchlein geschrieben, und ich habe mich wissenschaftlich sehr viel damit auseinandergesetzt, um eben auch Mahler überhaupt näher zu kommen, ihn besser zu begreifen. Und gerade in der siebten ist es auch wieder so, es wird gesagt, das ist auf der einen Seite eine Symphonie, die den Meistersingern, also einem fröhlichen C-Dur, nahesteht, ist sie im gewissen Sinne auch, und Mahler selbst hat ja mal die Meistersinger-Ouvertüre vor der Symphonie noch gespielt, um den Bezug deutlich zu machen für das Publikum. Aber die Symphonie ist wie alles bei Mahler, so eine richtige Heiterkeit kommt bei ihm nicht auf. Es ist immer eine Melancholie, eine Traurigkeit, ein Weltschmerz dabei. Und wir wissen ja von Mahler auch, dass er das eigentlich in einer sehr glücklichen Periode geschrieben hat, die Symphonie. Und trotzdem sind diese ganzen Nachtmusiken da, von denen ich sage, auch im Scherzo zum Beispiel, das ist für mich wie Goyas Capricci. Also das ist von Figuren belebt, die eigentlich ganz unheimlich sind und gar nicht so lustig oder freudig. Und wir wissen von Mahler auch, dass er eine Gabe hatte, Dinge vorauszufühlen oder zu sehen, die später passieren. Und das spürt man auch in dieser Symphonie ähnlich. Das berühmteste Beispiel ist Kindertotenlieder, die er ja schrieb, als seine beiden Kinder im blühendsten Leben standen und der Tod seiner Tochter noch gar nicht abzusehen war. Also das ist, auch in dieser Symphonie lebt das, und für mich bricht sich diese Freude immer mit eben sehr zweifelnden Untertönen, und das macht das Werk auch schwierig darzustellen.
Es ist natürlich auch sehr überdimensional in der Größe und das große Finale ist auch ein bisschen ein Finale, was mehr will, als es eigentlich kann. Also die Freude, den Optimismus, den er ausdrücken will, den bricht er letztlich immer wieder und so bleibt es auch ein Stück, was nicht der reine Optimismus ist. Kommt eine neue Welt auf nach dieser Nacht? Es klingt auf den ersten Moment, klingt es so. Also es beginnt ja im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten und sehr an Meistersinger-Ouvertüre angelehnt, also sehr freudig. Aber die Freude hält nicht lange an. Also die neue Welt bleibt für Mahler auch ein Traum.